Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Stabiler Beckenboden und freie Hüfte. Wir wollen heute die Hüftgelenke bewegen, durchbewegen, unsere Hüftgelenke beweglich machen. Das ist ganz wichtig für einen gesunden Rücken, vor allem für einen gesunden unteren Rücken, dass wir schön beweglich bleiben in den Hüftgelenken. Und das ist auch ganz wichtig für unseren Beckenboden. Der Beckenboden sollte natürlich auch einerseits entspannt sein, andererseits aber auch aktiv sein. Und jetzt möchte ich mal so anfangen, dass wir in einer hüftschmalen Position stehen. Übrigens, aufrechte Haltung ist für den Beckenboden wichtig, egal ob du sitzt oder stehst oder gehst. Denk immer mal wieder daran, dich aufzurichten. Das entlastet den Beckenboden. Das heißt, du ziehst dein Brustbein nach diagonal oben, lässt deinen Blick im Horizont, also leicht nach unten abfallend. Deine Knie sind ganz leicht durchlässig. Wenn ich meine Knie strecke, dann schütte ich meine Organe nach vorne aus, habe meinen Beckenboden völlig entspannt, habe aber Druck von den Organen auf meinen Beckenboden. Wenn ich jetzt die Knie wieder beuge und mich aufrichte hier, dann bin ich aktiv. Merkst du? Dann ist mein tiefer Bauchmuskel aktiv. Genau, so bleibst du jetzt, also nicht ganz durchstrecken bitte. Und jetzt sagst du das Wort ich durch diesen CH-Laut. Merkst du hoffentlich, wie dein Beckenboden aktiv wird. Du kannst auch mal, wenn du da nichts spürst, einmal einen F-Laut durch die Lippen pusten, dann müsstest du auch eine Aktivität spüren. Und noch mehr Aktivität spüren wir. Probier das mal aus, wenn du deine Füße schließt. Du weißt ja, wenn wir dringend auf die Toilette müssen, dann stellen wir uns nicht so hin, sondern dann machen wir so. Dann versuchen wir, die Innenseiten zu aktivieren, die zusammenhängen. Das sind die aufrichtenden Strukturen, Innenseiten, Oberschenkel, Beckenboden, tiefer, querer Bauchmuskel, Anteile, Zwerchfell. Das sind die Muskeln, die uns aufrichten, die zusammenhängen funktionell. Und wenn du jetzt die Füße schließt und mal deine Oberschenkel zusammendrückst in der aufrechten Haltung, dann müsstest du auch merken, dass dein Beckenboden aktiv wird. Vielleicht ist es auch ein bisschen wackelig. Atmen bitte. Lass mal wieder etwas mehr los. Nochmal ausatmen, Druck. Der Po darf eigentlich locker sein, den musst du nicht mit anspannen. Nochmal die Knie zusammen, die Oberschenkel zusammendrücken. Nochmal wieder lösen. Jawohl. Und gleich nochmal Druck. Wenn das nicht geht, klemmst du dir ein Kissen zwischen deine Knie, dann funktioniert es auch. So, und jetzt hältst du etwas Spannung, öffnest deine Beine wieder, hüftschmale Position. Knie etwas mehr beugen und jetzt lässt du deine Becken ganz locker nach rechts und links wackeln. Entspannung von deinem Beckenboden, ganz locker hin und her schwingen, immer wieder an deine Aufrichtung denken. Zur Mitte einpendeln und nach vorn und hinten jetzt. Jetzt kommt dein Becken vor und zurück. Klappt? Mach nur weiter. Und dann versuchst du die Bewegungen zu kombinieren. Das heißt, du gehst nach außen, nach vorne, in deinem Tempo, machst einen Kreis. Ganze probierst du auch in die andere Richtung. Ist vielleicht gar nicht so einfach. Vielleicht magst du deine Füße auch etwas weiter auseinanderstellen. Komm langsam zur Mitte, pendel dich hier ein, richte dich auf und jetzt versuchst du, auf dein linkes Bein zu kommen. Heb dein rechtes ganz leicht ab. Wenn du auf einem Bein stehst, merkst du sofort Aktivität, aufrichtende Struktur, Beckenboden wird aktiv.
Wechsel die Seite. Auf deinen linken, rechten Fuß, dein linkes Bein hebst du etwas ab. Und nochmal wechseln. Also immer wieder spüren, wenn du dein Gleichgewicht von rechts nach links verlagerst, dein Körpergewicht, dann merkst du Aktivität im Beckenboden. Und natürlich trainieren wir auch die Muskeln rund um die Hüftgelenke. Also wir stabilisieren auch unsere Muskulatur, unsere Hüftgelenke. Jetzt komm nochmal auf links. Dein rechtes Bein hebst du jetzt nach oben, nimmst es nach außen weg und setzt den Fuß wieder ab. Komm auf die andere Seite, Knie nach außen und absetzen. Und das machst du in deinem Tempo. Einmal rechts, einmal links. Knie hoch, drehen. Kannst dich auch irgendwo festhalten. Einfacher ist es auch, wenn deine Arme außen sind. Musst du mal ausprobieren, was für dich angenehmer ist. Atmest du? Noch einmal und dann, ich komme mal seitlich zu dir, hältst du ein Bein oben, am besten mal rechts, ich mache spiegelverkehrt, aufrichten, schieb deine Ferse jetzt nach hinten weg, bleib aufrecht, zieh dein Bein wieder nach oben, nochmal nach hinten weg und nochmal hoch, Ferse schiebt, und dann langsam wieder zurück. Sehr gut. Und verlagere dein Gewicht auf die andere Seite. Bein anziehen. Ferse schiebt zurück. Stabil. Standknie gebeugt. Aus. Ein. Einmal noch. Komm wieder zurück. Stell deine Füße auf. Sehr gut. Nimm deine Fußvorderfüße und Fersen ganz eng aneinander. Spann dein Gesäß an, sodass deine Fußspitzen jetzt nach außen gehen. Jetzt lass rück dein Gesäß wieder locker, aber zieh die Innenseiten wieder zusammen, so wie am Anfang. Dann kommst du tief, beugst deine Knie. Knie Richtung Fußspitzen ein und mit dem Ausatmen schiebst du dich nach oben ein. Ganz wichtig ist, dass du mit deinem Steißbein senkrecht in Richtung Boden schiebst und aus Innenseiten zusammenziehen. Wenn du jetzt tief gehst, gehen die Arme nach oben, Schultern bleiben unten und aus, Arme hier neben den Körper. Ein. Wenn das gut klappt, mach wirklich in deinem Tempo. Dann ziehst du dich jetzt auf deine Fußspitzen nach oben. Kommst tief, atmest ein. Atme aus. Ein. Wenn das nicht klappt, dann bleibst du ruhig auf den Fersen. Wenn du dich hochziehst, aktiv die Innenseiten aneinander ansaugen. Genau. Aktivierst deinen Beckenboden. Noch zweimal. Halte beim nächsten Mal oben auf deinen Fußspitzen
Halte, wenn es dir zu viel ist, komm runter. Und jetzt durch die Nase 4-5 Mal ein und aus durch den Mund. Und wenn du magst, nimm auch deine Handflächen vor, das geht auch so. Und aus, zurück, ein, aus, letztes Mal, komm runter und Fersen öffnen, auslockern, sehr gut, schüttel dich ein bisschen durch, ganz locker. Jetzt sind deine Beine so ein bisschen breiter wie deine Hüfte, die Hüfte ist hier, etwas breiter aufstellen, deinen Rücken ganz gerade halten, dein Gesäß nach unten absenken, aber schau mal, dass du nicht zu weit tief gehst, sondern nur so ein Stück, Schultern sind hinten unten und dann bis deine Handballen am besten kurz über den Knien sind. Schieb dich wieder nach oben, richte dich auf. Noch einmal, komm tief, Handballen über deinen Knien und drück dich nochmal nach oben. Gleich nochmal, tief, Beckenboden aktiv, hochschieben. Rücken gerade. Nochmal einatmen, Steißbein Richtung Fersen absetzen, ausatmen, schieb dich nach oben. Gleich nochmal. Und ein letztes Mal dann noch. Jetzt kommst du noch einmal wieder tief. Bleibst dann auch gleich hier unten. Deine Hände zur Faust oder zu Fäusten ballen. Innen an deine Knie legen, Rücken gerade und jetzt gib Druck mit dem Ausatmen mit deinen Knien zueinander. Atme ein, löse. Atme aus, gib Druck. Atme ein, löse. Atme aus. Lösen, kurz nochmal aufrichten. Noch einmal. Tief kommen, Fäuste ausatmen, gib Druck. Ein, aus, ein, aus. Nochmal aufrichten, kurz auslockern. Schaffen wir noch eine dritte Runde? Immer in deinem Tempo. Nach vorne und Druck. Und aufrichten, Beine lockern. Gleich noch einmal tief. Jetzt gehen die Arme nach außen, die Hände. Von außen mit den Handballen an deine Oberschenkel. Und gib Druck, gib Druck, gib Druck. Ein. Löse kurz. Zweimal drei haben wir noch. Tief kommen. Gib Druck. Wirklich in deinem Atemtempo. Komm wieder hoch. Lockern. Letzte Chance, nach vorne, Handballen an die Knie und los geht's.
Und nochmal aufrichten. Und Beine auslockern. Sehr gut. Wirklich lösen, aufrichten. Deine Arme gehen nach oben, atme ein. Öffnen, atme aus, über die Seite tief. Nochmal einatmen, hoch. Und dann halte deine Arme außen, Daumen zeigen zurück, Schulterblätter küssen sich. Hebt ein Bein, egal welches, und versuche jetzt mit dem Bein ganz lockere Beinschwünge zu machen. Du kannst dich auch festhalten irgendwo. Halte hinten, stopp, Bein zurück, vorderes Bein anbeugen, hintere Ferse Richtung Boden schieben, Schultern entspannen, Arme nach oben, wenn du kannst, schieb dich hoch, öffne deine vordere Seite, du kannst die Arme auch geöffnet lassen, wie sie Schultern zulassen, mach dich lang. Und wieder zurück, löse, locker aus, einatmen, Arme hoch, über die Seite wieder tief und anderes Bein schwingt. Hinten halten, Ferse Richtung Boden, vorne beugen, die Arme jetzt zurück, Brustbein aufmachen, halt aufdehnen oder die Arme nur hierher, so wie es für dich okay ist. Blick in Richtung Decke, Fußspitzen in eine Linie. Und dann löse noch einmal auf. Lass dich hängen, lass dein Oberkörper ganz locker hängen. Schüttel die Arme aus. Lass deinen Nacken entspannen, deinen Kopf entspannen. Streck dich lang, atme ein. Und reckel dich in Richtung Decke. Zieh dich in alle möglichen Richtungen. Nimm deine Beine mit. Gähn vielleicht auch. Öffne deine Arme, lass locker, zieh deine Schultern tief, rechte Schulter zieht, der Kopf geht nach links und jetzt versuchst du, deinen Unterkiefer nach vorne zu schieben und dich in alle möglichen Richtungen aufzudehnen, deinen Kiefer hier locker zu lassen. Diese aufrichtenden Strukturen, die gehen bis zu unserem Gaumen nach oben, also lockerer Kiefer, ist auch wichtig. Lass den Kopf über vorne auf die andere Seite kippen, linke Schulter ziehen ein Stück und dann Unterkiefer in alle Richtungen schieben. Und dann hängen lassen, den Kopf nach vorne, ganz schwer. Richte dich auf. Lass los, atme ein, zieh deine Schultern hoch. Atme aus. Nochmal ganz bewusst nach oben. Aus. Noch einmal ein. Und mit dem Ausatmen absenken. Entspannen. Jetzt spür einen Moment in dich hinein. Fang bei deinen Füßen an.
Wie stehen deine Füße auf dem Boden? Großzehenballen, Außenkante, Ferse sind gut mit dem Boden verwurzelt. Die Knie sind durchlässig. Vielleicht merkst du deinen Beckenboden, der jetzt ganz leicht aktiv ist, dich in der Aufrichtung hält, dein Brustbein nach oben schiebt, deine Schultern sind locker, dein Nacken entspannt, Gesicht und Kiefer entspannt, Blick im Horizont. Du kannst, wenn dir die ein oder andere Übung besonders gut getan hat, ab und zu mal in den Alltag einbauen. Auf einem Bein stehen oder so kann man immer ganz gut mal einbauen. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Gymnastik gut getan hat, dass du dich jetzt wohlfühlst in deiner Haut und dass du deine Aufrichtung spürst und vielleicht auch ab und zu im Alltag an deine Aufrichtung denken. Der Beckenboden wird es dir danken. Wenn du Lust hast auf mehr solche Videos, geh auf meinen YouTube-Kanal. Da findest du die Videos geordnet in Playlists nach Themen, zum Beispiel Wirbelsäule oder Physio-Fitness. Und wenn du möchtest, kannst du auch dein Thema in die Suchzeile bei YouTube eingeben. Also Gabi Fastner Beckenboden oder Gabi Fastner Rücken. Dann kommst du auf alle Videos, die dich interessieren könnten. Ich freue mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst, kostenfrei übrigens abonnieren. Und wenn du Lust hast, kannst du auch meine Arbeit wertschätzen. Vielen Dank. Der Link ist unter dem Video Steady, deine Unterstützung. Mit zum Beispiel 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro monatlich könntest du meine Arbeit wertschätzen, wenn du magst. Dankeschön. Ansonsten sei einfach beim nächsten Workout wieder dabei. Ich freue mich schon. Bis dann.